Alle haben Bedenken. Ich glaube, es wird ein großes Durcheinander und viele Überraschungen. Unter anderem, weil halt viele stehen bleiben werden. Auch wir, ja, wir kämpfen, wir sind voll am Limit mit der Standfestigkeit. Es ist für alle echt hart, nach Melbourne zu gehen und voll vorbereitet zu sein. Bis jetzt gibt es noch viele Geheimnisse. Keiner sagt so richtig Wahrheit. Keiner will zeigen, wie der Stand wirklich ist. Am 16. März geht's los. Kevin Harvick hat in Phoenix das zweite Rennen des NASCAR Sprint Cups gewonnen. Bei den CNBC 500 führte der US-Amerikaner 224 von 312 Runden und holte sich den Sieg vor Daytona 500-Gewinner Dale Earnhardt Jr. Dritter wurde Brad Keselowski. Harvick holte damit den 24. NASCAR Sprint Cup-Sieg seiner Karriere. Und das nächste Rennen in Sin City können Sie übrigens auf Motorvision TV live sehen. Kommt der Sonntag, der Termin, also 9.3. 19 Uhr geht's dann los. Ja, und jetzt geht's hier nicht nur um irgendein Hundeschlittenrennen, es geht um das Hundeschlittenrennen überhaupt. Das Iditarod ist das längste und härteste Hundeschlittenrennen der Welt. Ist auch 1000 Meilen durch Alaska. Schnee und eisige Kälte müssen die Hundeschlittenführer bezwingen. Streckenrekord 8 Tage, 18 Stunden und 46 Minuten. In diesem Jahr sind 69 sogenannte Mascher dabei, darunter auch aus wärmeren Nationen wie Jamaika und Australien. Irgendwie ist das auch US-Sport. Mehr davon jetzt im Fox-Blog. Exclusively for Sky Sport News HD, this is a Fox Sports Night in America update. Aufnahme zum zweiten NASCAR Sprint Cup Rennen. Der Gewinner des ersten Rennens, Dale Earnhardt Jr. Joey Logano führt früh im Rennen. Runde 74. Kevin Harvick zieht an der Innenseite an Logano vorbei. 16 Runden plus. Kurt Busch brennt der Motor weg. Die Safety Car Phase endet 10 Runden vor Schluss. Grüne Flagge. Harvick wehrt Logano auf der Innen- und Earnhardt auf der Außenseite ab. Hält die Führung bis zum Ende. Harvicks fünfter Sieg auf der Strecke in Phoenix. Sein erster als Mitglied im Team Stuart Haas. Carmelo Anthony und die Knicks müssen in Chicago gegen Joakim Noah und die Bulls ran. Die Bulls mit einem guten Start. Noah holt den Rebound und zeigt eine Vielfältigkeit. Noah muss im dritten Viertel verletzt raus, kann dann aber weiterspielen. 14 Assists stehen am Ende in seiner Statistik. Persönliche Bestleistung. Hier findet er Augustin, der mit einem einfachen Korbleger. Die Bulls gewinnen 109 zu 90. San Antonio. Tony Parker macht nach 5 Spielen Pause sein erstes Match für die Spurs. Gegner Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks. Parker fällt und trifft trotzdem. Die Spurs gewinnen mit 112 zu 106. This has been a Fox Sports Night in America update. Ganz Südafrika blickt heute nach Pretoria. Der Mordprozess gegen Oscar Pistorius hat dort begonnen. Und wir schalten immer wieder dorthin, weil es ja wohl einer der spektakulärsten Prozesse der südafrikanischen Geschichte ist, der da heute beginnt. Das ist der Anwalt von Pistorius, Barry Rooks. Ein echter Star, der knallharte Fakten hat und auch schon im Vorfeld dieses Prozesses die Ermittlungsbehörden zerpflückt hat. Aber letztendlich entscheiden, wie das Urteil im Fall Pretorius ausfällt, wird die Richterin. Denn in Südafrika gibt es keine Geschworenen. Soweit für den Moment. Hier geht es jetzt weiter mit diesem Thema. Fee nimmt seinen Hut. Ja, Eintracht Frankfurt benötigt nächste Saison einen neuen Chefcoach. Denn Armin Fee wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Hessen nicht verlängern. Sky Sport News HD wird Ihnen präsentiert von Tipico. Tipico Sportwetten. Ihre Wette in sicheren Händen. Inside Report blickt hinter die Kulissen des Sports. Innovativ. Sachen rauskitzeln. Bekannte. Erklären. Im Inside Report zeigen wir mehr. Das ist ein wichtiger Aspekt. Decken auf. Hurra, die Waldfee. Gehen den Top-Themen des Tages auf den Grund. Wir machen Sie in 30 Minuten zum Insider. Inside Report. Täglich Montag bis Freitag 18.30 Uhr. News HD. Eine neue Ära für die Formel 1. Ein
uns eine neue Partie zu sehen. Sky, hier ist die Formel 1 zu Hause. Mit Sky Go. Sky Live Sport nicht nur auf Ihrem Fernseher sehen. Unterwegs keine Sekunde verpassen, wo immer Sie sind. Alle Sky Sport und Bundesliga-Sender live. Dazu Sky Sport News HD. Ihr Sky-Programm, wann und wo Sie wollen. Sky Go. Probieren Sie es gleich aus. Sky Sport News HD wird Ihnen präsentiert von Tipico. Tipico Sportwetten. Wette in sicheren Händen. Wir sind ein Zwölfzylinder, der allerdings noch nicht rund läuft. So appellierte Goff heute an seine Spieler und fordert eine professionelle Einstellung. Entscheidung steht noch aus. Wird er gefeuert oder darf er doch bleiben? Wie geht's weiter mit VfB-Coach Thomas Schneider? Er hört auf und weh. Für ihn ist nach dieser Saison Schluss bei Eintracht Frankfurt. Prozessbeginn in Südafrikas Hauptstadt Pretoria ist heute der Mordprozess gegen Paralympics-Star Oscar Pistorius eröffnet worden. Herzlich willkommen hier bei Sky Sport News HD an diesem Montagnachmittag. Wir haben gut. Definitiv. Das liegt am Rosenmontag. Absolut, auch wenn wir den nicht genießen können. Aber wir sind gerne für Sie da. Herzlich willkommen und wir starten mit der deutschen Nationalmannschaft. Ja, auf die kommen harte Wochen zu. Vor dem Testspiel am Mittwoch gegen Chile hat der Bundestrainer gefordert, dass sich die Profis individuell optimieren. Nur wer wirklich alles gibt und hundertprozentig fit ist, kann mit nach Brasilien fahren. Deutschland ja als Mitfavorit auf den WM-Titel. Das allerdings sieht der Joachim Löw nicht unbedingt so auch. Ein ganz zentrales Problem im Mittelfeld plagt. Die 6 und die 8. Zwei Zahlpositionen im Fußball. Sie gelten als entscheidend und verschwimmen im aktuellen Weltfußball-Trainer. Da möchte ich nicht Spieler haben, die auf einer 6 spielen, auf einer 8 oder auf einer 10 spielen, sondern die eben auch variabel sind. Hohe technische Qualität, Spielintelligenz, Übersicht, das wird verlangt. Deshalb setzt Pep Guardiola Philipp Lahm in der Zentralen ein. Löw zieht nun nach. Zumindest auch, weil Lars Bender kurzfristig fehlt. Von daher wird natürlich jetzt der Philipp auf dieser Position spielen im zentralen Mittelfeld. Es bietet sich jetzt geradezu an. Dem Bundestrainer bleibt momentan kaum etwas anderes übrig. Alternativen sind Mangelware. Auch weil Sami Khedira nach Kreuzbandriss gerade erst mit dem Lauftraining beginnt. Trotzdem hat er eine Chance auf die WM. Es gibt natürlich immer vielleicht mal den ein oder anderen Spieler, der einen Mehrwert für die Mannschaft hat. Auch wenn er vielleicht nur zu 80 oder zu 90% fit ist, aufgrund seiner Persönlichkeit. Mit diesen Mini-Aussichten die Lage für Khedira schon besser als für İlkay Gündoğan. Planungssicherheit beim Dortmunder Zentralspieler gleich null. Ich hoffe immer noch auf ihn. Manche Signale waren sehr, sehr positiv. Aber ob es ihm letztendlich reichen wird, in dieser Saison noch einige Spiele zu machen, das weiß ich im Moment nicht. Immerhin, Bastian Schweinsteiger ist wieder da. Bei den Bayern sofort präsent, für Löw unverzichtbar. Ein fitter Bastian Schweinsteiger ist für uns enorm wichtig, weil er ganz einfach auch über immens viel Erfahrung verfügt, weil er einfach auch eine hohe Präsenz hat im Mittelfeld. Schweinsteiger ergänzt sich bei der vielleicht besten Vereinsmannschaft der Welt sehr gut mit Toni Kroos. Bundestrainer mag die Nummer 39 des FC Bayern. Von daher bewerte ich den Toni Kroos im Moment als einen wahnsinnig wichtigen Spieler in unserem System und in unserem Puzzle hier. Ein Denkspiel mit der 6 oder der 8, sagen wir einfach, in der Zentrale des aktuellen Weltfußballs. Tja, 8. Mai, Stichtag für Joachim Löw, dann die